Staff Sergeant, ich habe ein unschlagbares Angebot für dich. Hast keine Zeit verschwendet, was? Hab mir alles geschnappt, was Slims Wichser nicht verbrannt haben. Ich versuche was Neues auf die Beine zu stellen. Draußen auf der Farm zerpflücken die Geier schon meinen alten Laden. Brauchst du Hilfe? Vielleicht sollte ich dein Angebot annehmen und dein Partner werden. Falls du wirklich Interesse hast, wir könnten hier richtig was aufbauen, Mann. Hört sich nicht allzu schwierig an. Okay, MJ, dann wollen wir Nuba Doma fliegen lassen. Guck doch mal, ob du irgendwo freiwachsendes Weed findest. Das könnten wir für unsere Neuzüchtung benutzen. Erst müssen wir uns darauf konzentrieren, ein paar Pflanzen zu setzen. Laveau und ich haben uns geeinigt. Er ist mit unserem kleinen Nebenverdienst okay, solange ich ein bisschen für die Bewegung spende. Ich mache mir Sorgen, weil wir noch keinen großen Sturm dieses Jahr hatten. Die kommen immer irgendwann. Gut, dass ich die nicht geheiratet habe. Die Frau ist ganz mies drauf.
Er geht nirgendwo mehr hin. Gott hat uns hierher geführt, aber jetzt ist hier der Teufel los. Und ab dafür, Paket ist zur Tür raus. Ein Vergnügen. Bis bald. Wenn Sie noch was brauchen, dann sagen Sie bitte Bescheid. Perla hat sowas immer unter unser Bett gelegt, um uns zu beschützen. Aus Angst wenden sich die Menschen an alle möglichen Mächte, um sich zu schützen. Gott,
unsichtbare Geister, Delevar. Aber manchmal ist das nicht genug. Du würdest am liebsten alle Leute bewaffnen, richtig? Ich fühle mich besser mit einer 45er in der Hand. Die weiße Regierung sagt, wir dürfen uns nicht bewaffnen, weil wir unzuverlässig sind. Aber schau dir die Leute hier an. Alles, was sie wollen, ist ein bisschen Seelenfrieden. In dieser Stadt sind irrsinnig viele Waffen versteckt. Du musst sie stehlen. Geht's dir wirklich ums Harlem? Wir brauchen jetzt keine Revolution, die alles versaut. Für was glaubst du, werden die Leute dich halten, wenn du jetzt rausgehst und wahllos Weiße umlegst? Ich sag dir, wofür sie dich halten. Für einen durchgeknallten Nigger. Für einen von diesen wild gewordenen Schwarzen, die ausgerottet werden müssen. Ist mir eigentlich scheißegal, was passiert. Sollen sie ruhig kommen. Und wenn du nicht da bist, aber ein anderer schwarzer Mann oder eine schwarze Frau? Für die sind wir doch alle gleich. Findest du nicht, die Leute in diesem Viertel, der Mechaniker, die Hausfrau, haben das Recht, sich zu verteidigen? Ich habe das Gefühl, wenn ich dich bewaffne, ist das nicht unbedingt gesund für mich. Das stimmt aber nicht. Das ist vorbei. Ich sorge dafür, dass sie nur in die Hände der richtigen Leute geraten. Ich guck, was ich tun kann. Und keine Angst. Ich sorg dafür, dass für dich auch was dabei abfällt. Spiel nicht mit mir, Cassandra. Weißt du, du musst mir auch irgendwann einmal vertrauen. Vielleicht. Aber so weit sind wir noch nicht. Kann er nicht gekommen sein. Ich bin voll erwischt!
langsam. Der Junge will mich umbringen. Hallo, da. Jeder einzelne Penny. Mit jeder Waffe, die du ranschaffst, wird das Hollow stärken. Hast du das von dem Prozess gehört? Ray McCalls Mutter war erst gestern hier. Keine Mutter sollte mit ansehen müssen.
So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte, ich hatte gehofft, dass ich ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos. Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Ich glaube, wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lincoln. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer, loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Deine Tante Lily hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lily genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein, schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew. Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs, dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lily uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Park vorne. Wir müssen da jetzt rein. Wer zum Geier bist du? Auf dein Grab! Wartest du? Mach ihm Feuer unterm Arsch! Brenn, dicker Boy, brenn! Ich hol ihn dir von der Seite! Lass mich dein Kind weg! Ja, stehe dieser Schwester in ihrer Not bei. Beschütze sie vor allem Übel. Amen. Lincoln, das hier ist Anna. Diese Männer... sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickford. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin umsehen. Besudet von... Blut. Besudet... von... Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen.
Jede Leiche hat ihre Geschichte. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Was ist wohl mit dir passiert? Irgendeine Art von Tattoo könnte was bedeuten. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Interessant. Keine Spur von Fesseln. So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Sieht irgendwie rituell aus. Diese Zeichen. Seltsam. Eine Schale. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Ja, also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun. Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen.
Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Ensanglantée heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... Das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn er Schleier aufzieht, steigt der Geist in vor und das Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen.
aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Danke, Pater. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Irgendwas dabei? Sag mir mal, was du machen kannst. Der Ladegeschlüssel. Nur mit Einladung, Kumpel. Zum Glück habe ich eine gleich hier. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf. Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung, falls das Anna hilft. Private Twinkle Toes. Wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Du übernimmst die Tür für mich, okay? Ich bin übrigens Oscar. Lincoln, was für ein Name? Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so ab? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Bist kein Fan, ha? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Hat dir das gefallen? Denn ich weiß von einer echten Party. Komm schon. Weiß nicht. Und da ist sie, wie sie leibt und lebt. Die verdammte Bonnie Harless. Schaut euch nur an.
das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Genießt ein paar Kräuter. Genießt die Nacht. Lasst die Seele emporsteigen. Der Schleier ist gelüftet. Komm schon. Ich will dir etwas zeigen, hinten im Lagerraum. Vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Bonnie hat die fest im Griff. So macht sie das. Sucht sich die Schwächsten aus. Dann macht sie Bonnie Harless zur wichtigsten Person in deren Leben. Siehst du die Typen, die da drüben die Tür bewachen? VIP-Bereich? Keine Ahnung. Aber Bonnie hat immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet haben. Als ich Anna das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Eine Schwarzlichtlampe. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Was zur Hölle machst du hier unten, Oscar? Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt habe ich Angst. Zufrieden? Eher nicht. Ich hatte generell schon... K.O. Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher. Aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Zumindest für eine Minute. Aber du musst dich beeilen. Danke, Oscar. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Voll abgefahren. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe, Leute. Einer von euch ist im Lager ausgerutscht und hat sich verletzt. Du beschissen schlechter Stoff. Siehst du mein Gesicht? Die Bussaugen dich leer. Am Ende bringst du einen 1 Meter langen Alligator mit zurück, den man nicht mal essen kann. Nein, danke. Achtung! Hast du keine Augen im Kopf? Was für ein Tritt, Mann. Alles so Bonnies Leute sind wahrscheinlich dadurch. Ich muss einen Weg finden, um sie aufzuspüren. Spuren. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen.
Nixkörner Club brummt. Wealthy Storage. Scheint ein Ort drüben im Bayou zu sein. Wells Park. Fuck. Ich habe davon gelesen. Brandstiftung. Hat ein paar schwarze Kids drüben in Barclay umgebracht. Vielleicht entsprechen diese Altäre bestimmten Stellen in der Stadt. Ich kenne diese Ratte. Der alte Rebellengeneral Braxton Mosby Harless. Er und sein Clan hatten ein Haus oben in Frisco Fields. Du solltest nicht hier sein. Sie gehört zu uns, Mr. Clay. Sie braucht uns. Mehr als je zuvor. Sie kommen nicht mal in die Nähe von Anna. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass mein Charme bei Ihnen nicht wirkt, aber ein Versuch, was wert. Wir glauben daran, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, Mr. Clay. Da werde ich nicht widersprechen. Haben Sie jemals miterlebt, wie ein Lebenslicht in den Augen eines anderen erlischt, Mr. Clay? Ja. Es ist so wunderschön. Pur. Intim. Hm. Meine Blutlinie hat diese Stadt gegründet und besessen. Doch wenn ich mich heute umsehe, lebt da nur noch das Pack, wo früher die Noblen residierten. Ach ja, ich bin untröstlich. Sie sehen etwas kränklich aus. Vielleicht sollten Sie sich hinsetzen. Sag mir, wo sie ist. Ein Fick werde ich. Das Pack wird sich erkennen. Und seinen Platz. Der Segen ist mein, Mr. Clay. Lebend kommen sie hier nicht mehr heraus. Den Satz kenne ich. Ich schlachte dich ab, Schweinchen. Nein, der gehört mir. Mir. Schaut ihn euch an. Da ist mehr als genug für alle dran. Gib uns das Mädchen, Schweinchen.
Lass ihn bluten! Hier unten. Er ist hier, er ist hier! Ist noch nicht fertig. Wo ist Lass ihn Anna? Bluten! Hier drüben! Da ist er! Bonnie sagt, der Störenfried kommt nicht lebend davon. Und er stirbt erst, wenn er uns gesagt hat, wo Anna ist. Das heißt, falls die Mädels unten was von ihm übrig gelassen haben. Scheiße. Ja. Die haben genug Schleierintus, um den blöden Wichser den Zorn Gottes spüren zu lassen. Was hat das mit... Hallo, schöne Frau. Man kennt bestimmt den der ist aus dem Nichts aufgetaucht. Der Werke eines der wichtigsten Künstler dieses Jahrhunderts einfach neben die Dartscheibe. Hat er etwa eine Waffe? Wir sterben alle. Ist der Kerl noch ganz richtig im Kopf? Er hatte zwei echte Pollocks da. Hingen einfach in der Kneipe. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Der Kerl macht uns verflucht noch mal fertig. Gott. Erhebe dich voller Macht! Au! Nein! Ich gehe in Deckung! Ich stehe! Dafür wirst du bezahlen! Scheiß dich aus oder geh vom Topf, Kleiner! Kommst du mir herum? Ende deines verderbten Lebens, Pack! Gleich wird's heiß!
er noch hier? Vielleicht ist er da drüben? Scheiße! Lieber Gott, ich bin noch nicht bereit zum Sterben! Alle weg hier! Das ist nicht fair! Schon mal von Enzo Conti gehört? Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt. 61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barclay Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Also muss Enzo uns sagen, wer das ist. Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Hotel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen.
Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Pete's Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Pete's Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Du kennst das ja. Mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Spielt keine Rolle, ob es die Stadt betrifft, den Bundesstaat oder das ganze Land. Alle verdammten Politiker verfolgen nur ihre eigenen Ziele. Geht ab. Mhm. Richtig. Was ist das da drüben? Dieser Mensch atmet nicht mehr.
aufgetaucht. Unbefugte verboten. Da ist er! Der Hund muss sich vom Acker gemacht haben. Hört auf zu träumen! Hey! Hey! Der schwarze Mensch! Ich suche Hilfe! Schwarzlutscher und verschlagener Hurensohn. Scheiße, bleib da drüben. Sind jetzt alle weg? Schätze, er hat die Kurve gekratzt.